Hallo liebe SCP-07-Fans, willkommen zurück zu unserem Format Mein Lieblingsrezept. Heute mit Sissi Conté. Sissi, cool, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Was kochen wir heute? Wir kochen heute Spaghetti Bolognese. Wir haben hier ein Gewürzgemisch gemacht. Mit Chili, Pfeffer, Salz, Koriander. Habe ich was vergessen? Nein, du hast alles. Oh, bin ich gut heute. Sehr gut drauf. Dann haben wir Zwiebeln geschnitten. Das sieht man hier, ich hoffe. Genau, rote und weiße Zwiebeln. Genau, wenn du willst, kannst du auch was sagen. Ich sage auch mal was. Wurzelgemüse super. Haben wir gemacht. Möhren, Lauch, Sellerie, Knoblauch, Tomatenmark, frische Kräuter, die aus ein bisschen Oregano, ein bisschen Basilikum und ein paar Zwiebeln trotzdem auch noch dabei. So, und dann würde ich sagen, wir packen alles und gehen ab in die Küche und braten das Ganze. Let's go. Let's go. Okay, jetzt sind wir hier am heiligen Platz. Was ist? Dann legen wir mal los. Ein bisschen Öl. Wir haben hier einfach nur Rapsöl. Rapsöl lässt sich immer schön heiß erhitzen. Ganz wichtig, Rinderhack. Das könnt ihr natürlich auch ersetzen mit jeglichen veganen Produkten. Wir nehmen jetzt in unserem Fall, weil der Sissi das so mag, Rinderhack. Braten erst das Rinderhack an und dann packen wir jetzt gleich sämtliche Zutaten, beziehungsweise der Sissi packt sämtliche Zutaten dabei und ich passe auf, dass das Rinderhack nicht anbrennt. So, dann Gemüse, Zwiebeln. Nee, wir packen mal erstmal die Möhren, Sellerie, so alles rein, ne? Genau. Das Ganze bringt immer Geschmack. Ja, gut. Tobi würde jetzt sagen, Walla gut. Walla diese gut. Ein bisschen Knoblauch. Knoblauch, bisschen oder alles? Ich würde ein bisschen nehmen, aber wie du möchtest. Ich mach mal ein bisschen. Ist das? Sehr gut. So, und ihr kriegt das gar nicht mit, wie das hier duftet. Das geht schon echt gut ab. Und ihr seht, es geht verdammt schnell. So ist es. Unsere Gewürzmischung. Top. Auch das Tomatenmark ein bisschen mit anbraten, weil das gibt alles Geschmack. So wie du das immer machst. Ist einfach nur Tomatensoße noch mit dabei. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Nee, die Soße ist dann fertig. Die Nudeln kochen währenddessen. Genau. Ganz wichtig ist, wie Sissi, immer nur mit hellen Sachen arbeiten in der Küche, damit du auch den Erfolg siehst, den du drauf hast. Ich schätze, hat mir nicht gepasst, deswegen. Gut, das war's im Prinzip schon mit Kochen. Wir können rüber. Rüber. Und an das Beste, wir können essen. Geil. So, jetzt haben wir unsere Nudeln schon mal vorgegart. 12 Minuten, einfach Wasser, ein Schuss Öl, ein bisschen Salz, that's it. So, und jetzt kommen wir zum besten Part. Wir fangen an zu essen. Ich würde sagen, ich packe die Bolognese drauf. Danke dir. Du den Käse. Willst du viel? Koch mit Biel. Willst du schneller? Dann mit Conté. Sieht auf jeden Fall richtig mega aus. Sehr gut. Und dann packen wir natürlich noch, damit das Auge auch mit ist, noch mal ein bisschen Basilikum drauf. Meine Fresse. So würdest du es auch zu Hause machen. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir probieren erstmal. Und? Sehr gut. Sicher? Absolut. Die Conté Bolognese werden wir hier auch kochen. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken, bedanke mich bei Sissi. Ich habe zu danken, mein Freund. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, mein Lieblingsrezept. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.